Ja, mein schwarzer Ritter verprügelt alle. Das ist sehr schön. Das hier sieht nach Heldeneingang aus. Da ist hier einfach gar nichts. Ach nee, hier geht's nur einmal rundherum. Das Gold sollte ich mal abholen und hier drüben hinschmeißen. Und dann kann ich auch gleich diese Schatzkammer hier auch verkaufen. So. Sehr gut. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Sehr schön, dass Symbiose verbessert wurde. Aber langsam weiß ich nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ist Reinherz vielleicht? Jawohl, da ist Reinherz. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Was auch immer da schon wieder gerade los war. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Gefangennahme aus. Gefangennahme ein. Ich würde gerne diese Türen verbieten, aber ich kann's ja nicht. Was es mich ist Zahltag. Tierisch nervt. Ihr habt eine gegnerische Arena erobert. Also, wenn ihr schon Türen einschlagen müsst, dann schlagt bitte die hier ein. Dann verkaufen wir auch gleich mal die Brücke hier. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Arena. Ist mir gerade egal, ob meine Geschöpfe zur Arena kommen oder nicht. Aber meine Imps könnten hier mal weiter einnehmen. Na komm, gegen die Mönche. Können wir was zum Verprügeln hinschicken? Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Während die Imps hier schnell die Heldentore einnehmen. Und auf der Seite sollte ich die Skelette. Ihr wollt mich wohl veralbern. Euer Kerker wird angegriffen.
Welcher Kerker wird angegriffen? Der da. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Na Gott sei Dank, wenigstens ist eins der Heldentore kaputt. Euer Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Ja, schön, jetzt kommen wir hier durch. Auch eine Möglichkeit. Nein, du bist ein dunkler Ritter. Ihr habt eine gegnerische Brücke. Hallo, fürs freien Herz. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Sag mal Hallo zum Horny. So, meine restlichen Lebens ziehe ich mal zurück. Meine Skelette und meinen Ritter, mein Teufler, die ziehe ich alle mal zurück. Und jetzt überlassen wir das Horny. Jawohl, der Horny schafft das. Jawohl, und er ist tot. Wie auch immer Horny es gerade geschafft hat, ihm die Hälfte seiner Lebenspunkte mit einem Schlag wegzubrezeln. Und Horny glitscht gerade. Aber auch gut. Wir haben diese Mission geschafft. Wir haben Fürst Reinherz besiegt. Das hat nicht mein Nemesis geschafft. Sehr, sehr schön. Reinherz liegt auf dem Boden. Und wir kriegen nichts Neues. And cut! Kill the flames! Ha 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 ha!
macht, Keeper. Der König wird es sich jetzt zweimal überlegen, ob er sich mit euch anlegen will. Fürst Reinherz war einer seiner ältesten und vertrautesten Freunde. Ich würde zu gerne sein Gesicht sehen, wenn er von dieser jüngsten Niederlage erfährt und was sie ihn gekostet hat. Wenn ich mich doch bloß daran erinnern könnte, wie man lächelt. Die Erdoberfläche ist nun zum Greifen nahe. Ich kann sie fast schmecken. Ja, wir haben Reinherz besiegt. Die rechte Hand des Königs. Wie er gerade gesagt hat, wir haben so gesehen den wichtigsten Champion des Königs besiegt. Aber wir haben noch Nemesis vor uns, weil ich glaube, Reinherz hat es nicht geschafft, Nemesis zu besiegen. Der wird wahrscheinlich noch zwischen uns und dem König stehen. Aber gut. Ihr hättet Reinherz zu keinem besseren Zeitpunkt besiegen können, denn der Weg zum Tempel der Schwarzen Engel ist damit gerade rechtzeitig frei geworden. Wir sollten zur selben Zeit dort eintreffen wie Harkan und Carrion, die immer noch glauben, ihr läge zu weit zurück, um eine Gefahr darzustellen. Auch Nemesis selber hat sich aus seinem Loch getraut. Er lagert östlich des Königsschlosses. Alles fügt sich so zusammen, wie wir es geplant hatten. Ja, wie ich gerade sagte, Nemesis wird uns noch im Weg stehen. Jetzt, nachdem wir Reinherz besiegt haben, was Nemesis hier nicht gelungen ist, ist er wieder mutig geworden und belagert jetzt den König direkt. Ja, das ist gut für uns wiederum, weil er so abgelenkt ist. Und ich glaube ja, dass Nemesis unser schlimmster Gegner sein wird. Neben dem König selber natürlich. Reinherz war ja schon ziemlich schlimm. Aber gut, nun ab zum Tempel der Schwarzen Engel, wie der Sprecher gerade gesagt hat. Grafschaft Mondschrein. Von ihren höllischen Thronen schauen die Schwarzen Engel durch ihre Tempel herab auf das Land der Sterblichen. Sie besitzen den Portaljuwel und sie werden ihn nur demjenigen aushändigen, bei dem sie das schwärzeste Herz entdecken. Tötet so viele Helden wie möglich, um ihre Gunst zu erringen. Ja, jetzt geht es daran, gefallene Engel zu bekommen. Und zwar müssen wir dazu ihren Tempel einnehmen und 20 Helden opfern. Nun gut. Seht, der Tempel. Ein Tor, das in Reiche unter der Erde führt. Über diesen Weg erforschen schwarze Engel von ihren unterirdischen Thronen aus die Oberfläche der Welt. Immer auf der Suche nach dem Bösen. Sie hüten den Edelstein auf dieser Ebene. Und erst wenn ihr 20 Helden erschlagen habt, könnt ihr ihre Aufmerksamkeit erregen. Dann werden sie an eurer Seite kämpfen. Doch seid gewarnt, es gibt noch zwei andere Keeper, die genauso scharf darauf sind, die schwarzen Engel zu beeindrucken. Diese Konkurrenten sind es, um die ihr euch kümmern müsst. Ja, wie er gerade gesagt hat, wir müssen die Konkurrenz ausschalten. Wir müssen erst einmal ordentlich Räume ausgraben. Räume ausgraben, Gold sammeln, das Übliche halt. Kennt man ja. Ich bin fast schon gewillt, hier Riesenräume auszugraben und da so Mischräume reinzubauen. Wegen dem ganzen Gold hier zum Beispiel riesengroße Fläche. Ihr braucht eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ja, die können wir bauen. Ja, hier können wir wirklich riesige Räume errichten. Ja, hier braucht ihr erstmal nicht reingraben. Grabt erstmal das frei, was ich sowieso schon hier jetzt markiert habe. Der Mana-Schub hier vor allem wird gut sein.